So, wir machen jetzt mit der Hordenseite bei der Alpha von Battle for Azeroth weiter. Was nennen wir denn? Nennen wir Tauren, Schamane, oh komm. So, wie nennen wir den? Kerlon. Ist ja egal, wie er aussieht. Ist ja egal, wie er aussieht. Gut, dann... Da stand jetzt aber nicht, wo wir rauskommen. Okay. Doppelagent. Dynamisches Duo. Ah ja. So, wir sind jetzt hier in das große Siegel. Und zwar in... Was? Zuldazar in Zandalar. Also das ist Zandalar. Okay. Hier haben wir nur Hordenflugpunkte. Hier drüben sind auch ein paar geteilte. Würde mich mal interessieren, wo ist jetzt genau die Allianz? So, wir machen hier wieder ein paar Quests. Was haben wir hier? Ah ja. Das ist die Speerkarte von Legion. Hier haben wir Azuna, Valshara, Hochberg, Sturmheim, Suramar. Also da muss noch ein bisschen was gemacht werden. Vor allem, wo kriegt man hier die Quest? Earn the trust of King Rastakhan and the Zanchuli Council. Ja. Was nennen wir denn? Die Blutrolle im verfluchten Sumpf von Nasmir drohen ganz Zuldazar zu zerstören. Prinzessin Talanji bittet die Horde, sie bei einer Expedition zu unterstützen, um die Blutrolle empfindlich zu treffen und die Bedrohung für Zuldazar so zu beenden. Sprecht mit Prinzessin Talanji. Und hier, König Rastakhan ist ein uralter Herrscher, dessen Vertrauen sich neue Verbündete erst verdienen müssen. Das gilt auch für uns, wenn wir seine Flotte wollen. Zuldazar ist der Machtsitz des Zandalari-Imperiums und ein guter Ort, um diese potenziellen Verbündeten für uns zu gewinnen. Sprecht mit Prinzessin Talanji. Das ist dann wohl ein Fehler. Dann machen wir das. Ach nee, hier. Okay. Redet mit mir. Das Vertrauen eines Vaters ist wirklich nicht einfach zu erlangen, glaubt mir. Okay. Keine Fehler. Sprech mit König Rastakhan am goldenen Thron. Und tschüss. Ja, genau. Stimmt. Jo, ist doch gut. Müssen wir da hoch? Okay. Boah, das sieht cool aus. Das sieht richtig geil aus. Also ich glaube, wir müssen einen Hortler hochspielen. Weil hier das Hordengebiet gefällt mir 100-mal besser. Das sieht richtig geil aus. So ein bisschen... Ja, aztekisch. Meiner Meinung nach. Das ist richtig geil gemacht. Wir spielen demnächst einen Hortler hoch.
wollten wir ja eh machen. Also, wir haben ja jetzt noch 6 Monate Zeit. Wir versuchen so schnell wie möglich einen Hurdler hochzuspielen. Hallo, Mann. So, keine Fehler entdeckt. Trefft euch mit Zul, dem Propheten, in Tal Gurub. Haltet euch vom Hulu fern. Das wäre dann hier drüben. Hier gibt es noch mehr Quests. Trefft Zolani am großen Bazar. Und das hier. Wie geht's denn so, Mann? Sprecht mit Kriegsdruiden Lotu auf dem Zokalo. Also wir werden hier direkt in alle Himmelsrichtungen geschickt. Reit hier. Ah, hier unten. Ich will aber hier runter. Mann. Er hat das ein bisschen blöd gemacht. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Komm runter. So, wir müssen... Das ist alles hier etwas unübersichtlich. Ah, hier runter müssen wir. So, hier drüben ist dann auch ein Flugpunkt. Kann ich das irgendwie, ja, mal ein bisschen wegschieben. So, wir können hierhin zum Hafen. Boah, ich finde die Gegend hier richtig geil. Also da... Vom Aussehen her, hier die Gegend, das ist 100-mal besser als das von der Allianz. So, wie kommen wir jetzt hier runter? Hier drüben. Ja, wenn, dann suchen wir den richtigen Weg jetzt. Was? 120 Elite. Da drüben ist eine Quest, wenn ich das richtig sehe. Schmiedekunstlehrer. Da ist eine Quest. Meisterschläger. Use the Scrabble-Matic 1000 on the pair of tattered pants. Falls ihr je was braucht. Zerfetzter. Ach, hier müssen wir das direkt machen. Hä? Hier. Keine Ahnung. Alchemielehrer. Also hier sieht schon auch ein bisschen voller aus von den Sachen, die hier so rumstehen. Als bei der Allianz. Hier ist also ein bisschen mehr schon gemacht worden. Gut, man kann nicht alles gleichzeitig machen. Entschuldigung. So, hier drüben ist die eine. Wie geht's? Keine Fehler entdeckt. Verbotene Praktiken. Findet und tötet 9 Purpurkultisten auf der Terrasse der Auserwählten. Man sieht. Das wären dann die hier. Boah, ich muss erstmal hier mit Schamanen zurechtkommen. Ich hab's letzte Mal, glaube ich, vor 3 oder 4 Jahren Schamane gespielt. Hey.
Was? 5 haben wir jetzt. Ach so. Ach, das sind alles diese Purpurkultisten. Okay. Was? Nicht killen, nicht killen. Ich brauch den auch. Boah. Arschknapp. So, einen brauchen wir noch. Und dann haben wir das auch geschafft. Okay, da gibt es teilweise noch Fehler beim Aufheben. Hier vorne können wir die Quest abgeben. Hier unten gibt es einen Fährpunkt. Ne, einen Flugpunkt gibt es da. Okay. Ja, müssen wir dann mal gucken, wie wir da hinkommen. Obwohl, Flugpunkt brauchen wir jetzt nicht. So, verbotene Praktiken. Keine Fehler entdeckt. Patrouilliert den Himmel mit Hexfürst Rahl. Oh, geil. Fliegen, fliegen, fliegen. Ich will das hier alles entdecken. Totem der Schafseher. Wirft ein Totem des Schafsehers an eine erstklassige Erkundungsposition. Rückkehr zur Terrasse. Okay. Also hier müssen wir jetzt diese Totems platzieren. Was haben wir da? Das ist was für Jäger. Uah. Voll verpeilt. Okay. Heißt, da haben wir jetzt einen Fehler entdeckt, weil wir sind eben durch einen Baum durchgeflogen. Sieht geil aus. Ich bin außer Reichweite. Na, haben wir mal überlegt, wir müssen jetzt noch 6 Monate warten, bis das Addon rauskommt. Viel zu lang. Der ist auch geil. Oder so einer. Ja, ja, ja. Muss man sich unbedingt mal einen Jäger wieder erstellen. So, hier können wir jetzt die Quest abgeben. Nur nicht so schüchtern. Yes. Beim Flug. Fliegen die Flugtiere durch Bäume. So. Ist ja egal, was wir nehmen. So, Quest beenden. Oh, aufgewertet. Tötet 6 blutlüsterne Pterodachse. Verseucht 20 Pterodachsjungen. Wo gibt's die Quest?
Alles klar. Was? Beschwert zwei Minuten lang. Beschwert zwei Kinder von Gong, die 30 Sekunden lang an eurer Seite kämpfen. Ah, okay. Hier scheint es auch irgendwo eine Kiste zu geben. Aber das in irgendeiner Nebenkammer. So.